Willkommen zurück zu einer neuen Folge Microsoft Flight Simulator. Ich habe Bock auf Fliegen, ich hoffe ihr auch. Ich habe mir gedacht, wir machen in dieser Folge einfach mal ein paar Landeherausforderungen, weil ich finde die einfach am spannendsten vom Fliegen. Landungen sind immer am spannendsten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt ganz krass an. Nicht mit berühmten Landepisten, nicht mit epischen, sondern wir beginnen mit starker Windlandung. Ihr seht, ich habe schon mal ein paar geflogen, so nebenbei, und die sind echt heftig, muss man sagen. Die sind echt heftig. Ich bin nicht der allerbeste Pilot. Ich meine, ich fliege schon viele Jahre, so alle paar Wochen mal ein bisschen im Flugsimulator rum. Früher im MSX, also Microsoft Flight Simulator 10. Jetzt im Microsoft Flight Simulator im aktuellen. Und ja, ich bin trotzdem nicht der allerbeste Pilot. Gerade so Windlandungen muss man schon echt viel Gefühl zeigen und auch so ein bisschen fliegerisches Können haben, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Das ist auf jeden Fall unser Flieger. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Landung wird. Wir sehen es, es regnet dort hinten heftig. Und der Regen zieht bestimmt Richtung Landebahn, die übrigens da hinten zu sein scheint. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. So, wir müssen auf jeden Fall langsam mal die Klappen raus tun, würde ich sagen. Und wir merken schon, je tiefer wir kommen, desto mehr Gerüttel geht los. Wir fahren nochmal das Fahrwerk aus, wenn wir gleich brauchen. Und ja, wir sind im Sinkflug. Und ihr seht es ja allein an der Geschwindigkeitsanzeige, die wir übrigens hier haben. Das ist die Geschwindigkeit, das ist die Höhe. Ihr seht, dass es stellenweise richtig heftige Turbulenzen sind. Wir werden mal schneller schlagartig, mal langsamer. Die Höhe fällt dadurch und es ist natürlich dann sehr schwer, so einigermaßen sanft zu landen. Das Fahrwerk haben wir schon ausgefahren, ist schon draußen. Ich habe die Klappen schon rausgefahren, das Fahrwerk ist draußen. Ich bin mal gespannt, was passiert. Wie gut wir landen, weil wie gesagt, ich bin nicht der beste Sturmlander, muss ich sagen. Respekt an alle Piloten draußen auf der Welt, die in der Realität fliegen und bei so Wetter landen können. Ich glaube, ich könnte es nicht. Aber gut, ich bin ja auch für sowas nicht wirklich geschult. Na gut, ich versuche auf jeden Fall jetzt hier einigermaßen sanft runterzukommen. Gerade ist es eigentlich einigermaßen windstill, würde ich sagen. Wir wackeln so ein bisschen rechts, links, ist aber noch voll in Ordnung. Aber ihr seht, gerade haben wir einen richtigen Absacker gemacht. Da war wohl eine Böe und je tiefer wir kommen, desto schlimmer wird es gefühlt. Und das ist halt das Schlimme, wenn man landen will, man muss leider zwangsläufig nach unten. Also ich würde es empfehlen, wenn man landen will. Ja, ich gucke gerade unten auf dem Bildschirm, wo die Landebahn ist. Die sehen wir ja da auch angezeigt. Und ich gebe nochmal ein bisschen Gas, weil... Ja, Strömungsabriss. Ich habe gerade Gas gegeben, weil sonst wären wir, glaube ich, voll aufgedonnert. Okay, ich muss ein bisschen ausgleichen. Nach links, hinteres Fahrwerk ist unten. Schnauze ist auch unten. Das war schon ganz schön knapp. Wir hatten direkt im falschen Moment einen Strömungsabriss. Ich versuche direkt hier stehen zu bleiben. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir aufsetzen sollen. Wir landen einfach mal an der Stelle oder bleiben stehen an der Stelle. Und ich glaube, es war gar nicht so verkehrt. Klar, der Platz ist nicht so der beste. Es ist nicht der beste. Bewertung C ist auch nicht ganz so geil. Aber ich bin ja froh, dass wir überhaupt runtergekommen sind. Ich glaube, man muss aber in der blauen Markierung aufsetzen. Ich habe mir es irgendwie angewöhnt, so früh wie möglich auf der Landebahn runterzukommen, damit man schön Auslauf hat. Ich glaube, man soll aber an der blauen Markierung landen. Wir haben trotzdem aber gut Punkte eigentlich bekommen, muss man sagen. Muss man wirklich sagen, wir haben 481.218 Punkte bekommen von 2 Millionen. Ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn man es so sieht, aber ich bin trotzdem stolz. Ja, wir haben es überlebt. Obwohl wir einen Strömungsabriss hatten im ungünstigsten Moment, haben wir es überlebt. Gut, ich würde sagen, wir starten direkt durch mit der nächsten. Und das im A320 Neo. Mit dem bin ich eigentlich ganz gut unterwegs, muss ich sagen. Also mit dem habe ich schon viele, viele Flugstunden hinter mich gebracht. Mit ILS-Landung und so weiter und so fort. Also alles dabei. Wahrscheinlich werde ich es bei dem jetzt richtig versauen. Aber ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen angenehmer, mit großen Fliegern bei Wind zu landen, als mit den kleinen. Weil die kleinen werden meiner Meinung nach doch noch ein bisschen mehr durchgeschüttelt.
ist nicht ganz so toll. Und auf den ersten Blick würde man ja jetzt sagen, es sieht sehr windstill aus. Zur Landebahn ist da hinten. Genau, gut. Das heißt, wir müssen jetzt einen kleinen Bogen fliegen, aber wir sehen es. Der Wind drückt doch ein bisschen. Und ich denke mal, am schlimmsten wird es, wenn wir jetzt gleich... Overspeed. Overspeed ist nicht gut. Haben wir ja schon die Klappen draußen. Okay, die Klappen sind automatisch schon zum Teil ausgefahren. Dann gebe ich da lieber kein Gas mehr. Aber wir wollen ja eh landen. Ich könnte theoretisch... Wobei, das machen wir jetzt nicht. Ich werde von Hand den Schub regeln. Ich war gerade am Überlegen, ob wir die automatische Schubregelung einschalten. Aber nee, ich glaube, wir lassen das so. Und wir sehen es auch schon auf der Geschwindigkeitsanzeige, wie sehr wir Turbulenzen haben. Wie die Werte einfach hin und her springen wegen dem Wind. Na, ist ein bisschen schwer, die Geschwindigkeit zu halten. Aber ich muss sagen, ich liebe vom Fliegen her die Neo eigentlich. Die A320 Neo ist schon was echt Feines. Ich muss sagen, die Landung mit der... Oh, Overspeed. Die Landung mit der 787 finde ich viel schwieriger, weil die einfach so einen heftigen Auftrieb hat. Ich glaube, wir hätten noch ein bisschen weiter über die Berge fliegen müssen. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal langsam das Fahrwerk ausfahren. Ich gebe nochmal ein bisschen Schub. Mal über die Nase drüber lunzen. Alles klar. Ja, wir müssen dann nochmal eine Kurve machen, kurz vorm endgültigen Landeanflug, beziehungsweise kurz vorm Aufsetzen. Und es war wieder eine heftige Böe gerade. Aber ihr seht, man wird nicht ganz so doll durchgeschüttelt. Das ist einfach nur die Geschwindigkeit, die extrem zunimmt und dann wieder zurückfällt und... Ist sehr schwer einzuschätzen, wie schnell man wirklich fliegt, würde ich sagen. Ich muss aber gerade nochmal Schub geben, weil wir kommen ganz schön weit runter. Und wir gehen dann gleich in die Kurve nochmal über. Jetzt haben wir gerade wieder sehr, sehr viel Auftrieb gekriegt. Muss aber gucken, dass wir jetzt nicht wie ein Stein runterfallen, weil... Gegen Boden sind die Turbulenzen meistens am schlimmsten. Wenn man da einfach nochmal so ein paar Meter absackt, dann kann das schon ganz schön bös enden. So, sehr verehrte Fluggäste, ich würde mich jetzt wirklich festhalten. Ich übernehme keine Garantie, dass das sanft wird. Ihr habt es wieder gesehen. Kurz vorm Boden nochmal richtig heftig durchgeschüttelt worden. Hab jetzt nicht die Mitte treffen können, weil die Turbulenz mich eben ziemlich durchgewackelt hat. Richtig heftig durchgewackelt. Aber gut, wir stehen auf der Landebahn. Ich habe gerade nur vergessen, welche Taste mein Umkehrschub ist. Aber hey, Bewertung B. Auf jeden Fall bin ich voll mit zufrieden. Bin ich voll mit zufrieden, ja. Wir sind ein bisschen außermittig gelandet. Weil leider nochmal im letzten Moment haben wir extrem schnell Meter verloren. Musste dann nochmal Gas geben, dann kam nochmal eine richtige Turbulenz. Und wir haben richtig nochmal gewackelt. Aber wir haben die Landebahn getroffen. Somit bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Gut, gehen wir einfach mal in die nächste. Wir arbeiten jetzt einfach mal eine nach dem anderen ab. Es wird auch noch bestimmt eine kommen, bei der wir richtig dolle failen werden. Besonders mit der 747 bin ich sehr, sehr wenig geflogen, bin ich wirklich schlecht mit. Kann man sich drauf freuen, bin ich sehr schlecht mit. Landeherausforderung. Der internationale Flughafen Gibraltar ist ein ziviles Flugfeld, das dem britischen Überseegebiet Gibraltar an der Grenze zu Spanien dient. Aufgrund der starken Seitenwinde, die über die Bucht von Algeciras und um den Felsen von Gibraltar herumpeitschen, müssen sich Piloten auf unnormale Böen, Turbulenzen und Scherwind einstellen, die allesamt die Herausforderung bei der Landung zusätzlich erhöhen. Ja, das klingt richtig eklig. Es klingt richtig eklig, aber wir sind wieder mit dem A320 Neo unterwegs. Das ist natürlich für mich ein kleiner Vorteil. Aber es ist trotzdem richtig, richtig schwer.
Und wir sehen es, wir sollen jetzt in einer Kurve landen, so wie wir es eben quasi schon gemacht haben. Ist auch nicht so ganz einfach. Okay, wir sollen wieder hier auf der Höhe ungefähr aufsetzen. Wenn es geht, natürlich mittig. Das ist ja immer so eine Sache für sich. Okay, unser Fahrwerk ist schon mal draußen. Die Lichter sind an. Die Flaps sind auch schon zum Teil ausgefahren. Somit müssen wir... Dort hinten ist also der Flughafen. Da müssen wir runter. Und wir sehen es, es wackelt sehr viel mehr als eben. Was ich gar nicht mal so toll finde, muss ich sagen. Aber optisch ist der Flugsimulator einfach immer wieder wirklich ein Highlight. So, wir müssen da drüben hin. Ich reguliere den Schub wieder von selber, weil ich weiß nicht, ob diese automatische Schubregelung damit so gut klarkommt mit diesen Turbulenzen. Habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht. Aber es wackelt schon echt heftig. Ich muss mal schauen, wo der Flugplatz genau ist. Ah, okay, ich glaube, ich sehe ihn. Und Gott, unser Flieger kippt ein bisschen. War ein bisschen langsam unterwegs, aber kein Ding. Haben wir noch abgefangen. Genau, da drüben blinken schon die Lichter. Alles klar. Aber das wird eine heftigere Landung als eben. Weil ihr seht ja, wie sehr der Flieger wackelt. Das wird echt ungemütlich. Okay, gerade hat der Flieger sich wieder gefangen. Wir haben gerade ein bisschen weniger Wind. Aber das wird echt ungemütlich. Es sieht gerade irgendwie aus, als stehen wir in der Luft. Wir bewegen uns aber. Okay, ich muss gerade nochmal die Kurve ein bisschen ausgleichen, aber es sieht echt aus, als stehen wir einfach in der Luft. Wenn man bedenkt, wie wir eigentlich gerade ausgerichtet sind und wir kommen einfach nicht rechts rüber. Ihr seht's. Wir fliegen eigentlich voll nach rechts, kommen aber kaum rechts rüber. Oh, das wird ungemütlich. Oh, das sind echt heftige Seitenwinde, wenn man so rüber kämpft und man kommt einfach nicht rüber. Dass man dann schräg landen muss, ist echt... nicht ganz ohne. Ich glaube, das könnte der erste Fail werden. Ich bin aber mal sehr gespannt. Ja, wir kommen dem Boden näher. Es wackelt wieder mehr. Das kann ich aber langsam ein bisschen weiter nach links lenken. Konzentration. Nase nach oben. Okay, das war ein bisschen viel Speed gerade. Okay, wir sind unten. Zwar ein bisschen spät aufgesetzt, aber wir sind unten. Und ich glaube, für die Verhältnisse sind wir auch noch recht sanft aufgesetzt. Und recht mittig. Ich hätte echt gedacht, es wird ein bisschen schlimmer. Ich muss dann aber gleich nochmal die Taste für den Umkehrschub raussuchen. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Na gut, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn es darum geht, noch ein paar Landeherausforderungen zu machen. In der nächsten Folge geht es ja dann quasi direkt an die Boeing 747, von der habe ich ein bisschen Respekt. Die muss man echt fliegen können, ich kann es nicht, eigentlich. Ich werde aber versuchen, mein Bestes zu geben. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Macht's gut, bis demnächst, euer Tommy.